Bild zu verbreiten. Dieser Verbreitung gibt sie selbst einen Namen. Sie nennt sie eine große Weltaktion und sogar ein Erlösungs- und Friedenswerk. Die Seherin schaute diese Weltaktion unter dem herrlichen Bild von Milliarden von Schneeflocken. So wie die Schneeflocken über die Welt hintreiben, so wird sich das Gebet mit dem Bild über die Welt verbreiten und eindringen in die Herzen aller Völker. So wie der Schnee sich auflöst in der Erde, so wird die Frucht, der Geist, in die Herzen aller Menschen kommen, die dieses Gebet jeden Tag beten werden. In harmonischer Zusammenarbeit mit Bischöfen und Priestern könnte die Verbreitung des Gebetsbildes heutzutage in kürzester Zeit und überaus effektiv geschehen. Diese Aktion ist nicht für ein Land. Diese Aktion ist für alle Völker. Sie alle haben ein Recht darauf. Ich gebe dir die Versicherung, dass die Welt sich ändern wird. In vielen Ländern sorgen Gläubige dafür, dass ein Pilgerbild für kurze oder längere Zeit zu Familien und Gebetsgruppen, in Pfarreien und Klöster, Schulen, Krankenhäuser, in Altenheime, ja sogar in Gefängnisse zu Besuch kommt. So wird die Frau aller Völker über die Welt gebracht werden. Von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Das einfache Gebet wird eine einzige Gemeinschaft bewirken. Helft doch mit all euren Mitteln und sorgt für die Verbreitung. Jeder auf seine eigene Weise. Zusammen mit ihrem Mann Antonio setzt sich Shona Montinola aus den Philippinen seit Jahren eifrig für die Verbreitung des Gebetes und Bildes der Mutter aller Völker ein. Und Arlene Sen, die Gottesmutter, hat gesagt, das Gebet ist doch...